Okay, da sind wir wieder für Missen Siedler. Hi Morbus Will, willkommen zum Stream. Wenn Patrick schon kein Siedler spielt, dann wenigstens du. Ja. Ich liefere heute Abend die Unterhaltung für den Abend. Es gibt starke und schwache Siedler. Okay, wir haben drei Gegner. Stimmt, ich glaube, es sind alles Trojaner. Weil irgendwie ist dieses Add-on sehr Trojaner-lastig. Also wenn man entweder spielt man Trojaner oder man kämpft gegen Trojaner. Ich glaube, sogar in der Trojaner-Kampagne kämpft man in erster Linie gegen Trojaner. Also sehr viele Mirror-Matches. So. Erstmal die ganzen Schiffe bitte in die Ecke, bevor wir die hier gleich versehentlich irgendwie ständig auswählen. Ihr erkundet hier, wir bauen ein Wohnhaus. Und dann bauen wir auch direkt schon mal ein paar Türme. Wir brauchen hier einen Holzfäller und hier unten bitte auch. Die Frage ist, wo bauen wir das Sägewerk? So, da bauen wir eins hin. Ich würde sagen, wir bauen das. Hier können Römer auf Trojaner Waffen so schön. Ja gut, das haut natürlich mit Obo deutlich mehr rein. Aber hier auf den Karten kann man ja gut Gold überproduzieren. Können Römer auf Strand Palmen anpflanzen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mayas und Trojaner das können, weil das mit Wüste können sie es ja. Nein, ja gut, dann bringt das ja nichts. Kann niemand. Sad. Dann bauen wir einfach hier erstmal das Sägewerk. Wie viele? Nur zwei Sägen. Was hat diese Kampagne damit, uns immer nur zwei Sägen als Römer zu geben? Aber acht Äxte. So, warum? Kann man es doch gleich sein lassen. Sind auch nur zwei Sensen. Und wie sieht's hier mit Bergmännern? Da gibt's auch nur zwei, dafür acht Spitzhacken. Nee, sogar neun, weil eine ist ja jetzt hier schon. Nee, nicht mal, es sind acht. So, ihr seid fertig. Wir brauchen immer noch mehr Siedler. Scheiße. Aber ich glaube, das hier könnte ein guter Ort für eine. Weil wir machen es zweiteilig, komm. Wir sind mal ein bisschen innovativ. Okay, Steine. Die Hälfte. Warte, einer kann mal gerade da zu Ende machen. Das Gold. Okay. Aber Eisen. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Das heißt, wir können echt direkt eine Werkzeugschmiede bauen. Bau ein Zierobjekt, egal welches. Ja, dann bauen wir mal die Standarte hier hin. Gibt's hier Fisch? Ja. Ja, gibt es. So, du kannst da mal sauber machen. Wir haben auch ein bisschen Wein zum Start, wie ich sehe. Also die Gebirge gefallen mir nicht so. Das ist alles sehr zerstreut. Moment, das hier ist gerade... Das warten wir mal kurz ab. Ich möchte erst wissen, was hier rauskommt. Hier. Und dann simultan da. So, wir haben schon ein bisschen von dem Zeug. Das heißt, wir können mal
Eisenmine. Da oben gibt es noch mehr, sehr gut. Noch ein 3 Kohleminen. Eine Goldmine. Wir können auch schon mal direkt eine dritte Säge holen. 2 Sensen. Den Rest behalten wir mal gerade. So, ihr räumt hier weg. Ihr macht da weiter, wobei das kann man auch mal gerade wegräumen. Wir haben natürlich jetzt kein. Wir haben jetzt natürlich kein Dings. Aber Hauptsache die Minen sind fertig. Geil. Wanderholzfäller. Auf leicht? Nein! Ich habe extra geguckt, dass es direkt auf Dings stelle. 37, das heißt, wir können das noch nicht abreißen. Stein haben wir keinen Mangel, aber Holz ist gerade übel. Pass auf, du machst hier und du machst hier unten, bis der Förster soweit ist. Hier wäre auch gut für Dings, für Wein. Oh well, aber hier geht auch. So, du machst mal bitte da frei. Den einen Turm reißen wir auch ab. So, da ist noch ein einziger Stein. Wie viele Gegner? 3. Wir können aber. Ja, wir haben jetzt sowieso Nachschub, also wir können dann auch schon mal ein paar Minen einplanen. Habe ich meine Bauarbeiter? Ja, meine Bauarbeiter habe ich schon. Dich nehme mit. Schnapp dir den Dings. Und dann machst du da oben weiter. Nicht die Schafzucht. Die Getreidefarm bitte so rum. So, alle Steine mal bitte einlagern. Und hier eine weitere Dings, ein weiteres Sägewerk.
Du machst da bitte weiter, du machst hier, dann bauen wir nämlich hier noch das, den einen Dings neu. Ah, Wüste. Wüste müssen wir aufpassen, weil Wüste schützt uns nicht. Ah, jemand hat die Chinchilla-Emojis entdeckt. So, wir können eins abreißen. Die sind nicht neu. Die sind schon ein paar Monate alt jetzt. So, wir gucken mal kurz, dass wir hier noch ein Dings hinsetzen. Wir brauchen ein Wasserwerk. So. Dann machen wir den Rest hier. So, zwei, dann machen wir vier. Also machen wir hier noch eine. Aber wir bauen einfach direkt hier. Dann haben wir es so. Dann haben wir das auch schon erledigt. Kohle ist ja kein Mangel. Hier drüben gibt es noch mehr Gold. Was wir aber vielleicht mal machen sollten, ist eine Steinmine. Sind das deine Tiere? Ja, unsere. Also ursprünglich hat mein Freund sie in den Haushalt eingebracht. Aber ich glaube, ich habe auch nur Chip und Chap als Emotes gemacht. Von Abby, Ivy und den anderen beiden haben wir, glaube ich, keine so schönen Fotos, die dafür geeignet waren. Weil doch, gibt's schon, aber ich habe mir nicht. Ich hatte auch gar nicht die Slots. Also ich habe einfach geguckt, womit ich die Slots füllen kann. Wir brauchen mehr. Nein! Kein kleines Wohnhaus. Komm, gib mir direkt ein mittleres. Hier machen wir direkt zwei. Siedlermangel, ja. Pass auf. Wir machen die mal hier drüben hin. Dann will ich hier eine Burg. Ah, da oben gibt's, ein Engpass. Das heißt, dann expandieren wir mal in die Richtung und wir gucken mal, was es hier gibt. Holzmangel. Hier ist alles Mangel gerade. So, wir bauen mal auch noch einen Förster hier hin. Ja, ich habe noch einen im Bau, das heißt, der hier kommt weg. Du machst da oben weiter. Du bist fertig. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal mit einer zweiten Steinmine planen. Haben wir einen Jäger? Nein. Aber wir haben Bögen. Das sollten wir vielleicht nutzen. Hier kann Jäger hin. Hier.
Und hier oben. Pass auf, wir lassen mal kurz die Waffen hier einlagern, dass der weiter produzieren kann. Aber das wird auch nicht lange erforderlich sein, weil gleich ist die Kaserne fertig. Ah, die Standarte ist auch gleich fertig. Du findest keine Bäume mehr. Ja, das ist in Ordnung. So, wo habe ich noch... Hier. Schaut mal hier rüber. Patrick Flashback-Ruinenaufbau. Jetzt ist aber mal gut. Aber was ich vielleicht noch bräuchte, sind ein paar Pioniere. Aber erst, wenn die Häuser stehen. Komm, Bros, da fehlen nur noch die Steine. Und Steine müssten ja jetzt eigentlich rankommen. Du findest keine Steine mehr. Und du auch nicht. So schnell kann es gehen. Da wäre es natürlich jetzt praktisch, wenn Steinmetze auch zu Bergmännern werden könnten. Weil es ist an sich kein Unterschied. Sie benutzen das gleiche Werkzeug und sie arbeiten mit dem gleichen Material. So, das muss man nicht verstehen, wieso das ein Problem ist. So, da passt noch keine Burg hin. Kommt, macht mal bitte die Steine schön dahin. Ich hätte vielleicht doch klein. Das Ding ist, ich bin nicht die kleinen Häuser in Auftrag geben, aber es hätte sich eigentlich mehr gelohnt, weil... Na, Ubo und so. Im neuen Siedler wäre das optional. True. So, komm, hier am Strand kann man schön Häuser bauen. So, du machst dir mal gerade ein paar Schaufeln. Komm schon, bringt die. Ihr sollt die Steine hier hinbringen. Ihr habt Priorität da drauf. Es ist ja schön, wenn ihr die Jagdhütten und so fertig baut, aber. Bringt mal bitte die Steine darüber. Da ist einer. Und da kommt, glaube ich, nochmal zwei.
muss die Steinmetze mit Fischen boosten. Hör auf! Ich krieg schon wieder Flashbacks. Okay, aber jetzt geht's, glaube ich, langsam. Ich glaube, es fängt sich wieder. So viel zum Thema Holzmangel. Jetzt ist es zum Steinmangel geworden, trotz zweier Steinminen. Zweite Waffenschmiede ist auch noch nicht fertig, aber zumindest beliefert. Bringt aber auch nichts, weil hier kein Eisen hingeht. Das liegt daran, dass du kein Zeug kriegst. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber hey. Hey, da ist noch ein Haus fertig. Ja, langsam löst es sich. Hier, es waren sogar anscheinend direkt welche frei, die Fische holen konnten. Also das scheint sich langsam zu lösen. So, machen wir mal eben 5 Pioniere. Und wir pflastern den Strand einfach mit schönen Strandresidenzen hier. Ne. Hallo, ich will den Start-Stopp machen. So, Siedlermangel ist erstmal unter Kontrolle. So, bevor der jetzt hier einen L3er anfordert, muss ich hier das erstmal direkt micromanagen. Okay, hier unten ist alles soweit safe. So, komm, hier schön am Fluss. Das wäre natürlich jetzt nice, wenn ich hier noch ein Wasserwerk hinbekäme. Auch noch eine Axt. PT ist gleich rum, oder? Ich weiß nicht, was eigentlich. Das Ding ist, auf den Karten hier ist immer praktisch eine. Also, die KIs haben einen Attack Delay, der aber halt auch gar nicht genutzt werden soll, sondern stattdessen ist halt wirklich Attack Now. Und das heißt halt auch, dass die Angriffstruppen nicht stärker werden. Es sind immer nur so einzelne kleine Truppen, die dann immer kommen. Haben die überhaupt schon was produziert? Ich glaube, gelb ein bisschen, aber das war's. Okay, jetzt ist aber mal. Jetzt kann die Produktion langsam losgehen. Wir machen hier. So, wir haben 4 Goldschmelzen, 2 Waffenschmieden und wir holen noch gleich noch mehr. Wir können hier noch eine Goldmine bauen. Hier passen vielleicht sogar 2 hin. Boah, ich hoffe, dass wir hier unten irgendwie noch Gold finden. Da ist noch Eisen. Aber mit Eisen sollten wir eigentlich noch hinkommen. Kohle kann man mal nochmal vorsorgen. So, so und machen wir hier. Hier ist so ein schöner Ort für Mana. Das sollten wir vielleicht auch gleich mal tun, aber wir haben ja schon 2 Priester.
Auf den Karten hier geben sie uns gerne Priester. Jetzt fehlen uns ein Hammer, aber ihr könnt es schon mal beliefern. Ein Werkzeuglager wäre noch irgendwo gut. Und da wir ja jetzt ein bisschen Spielraum haben, was Siedler angeht. Stimmt, hier oben dann mit einer Häusermauer am besten. Da noch ein Dings. Machen nochmal ein paar Spitzhacken. Und ihr müsst hier Steine hinbringen. Ich meine, wir haben jetzt ein paar L3er, das ist mir eigentlich schon mal ganz recht. Also an Kohle haben wir hier keinen Mangel, aber Gold hat man dafür dieses Mal sparsamer. Dafür, dass wir auf der letzten Karte ja Gold in Massen hatten. Aber ich dafür halt die Eisenvorkommen dann im Missionsguide extra aufführen musste, weil das so wenige waren. Und die so verstreut waren. Und da gab es teilweise... Ich habe einige von den Eisenschildern nochmal im Editor überprüft. Das war echt einfach nur ein Feld. So, das ist voll der Bait. So, die Minen da werden nichts produzieren. So maximal 15 im Laufe des Spiels und das für ewig viel Fleisch. So, machen wir mal hier. So. Oh. Oh. Oh, fuck. Das Spiel hat gerade gespeichert, oder? Oh. Das war jetzt ein bisschen fail. Wo kamen die denn her? Da, die guckt euch die Scheiße an. Die schleichen sich da einfach durch. Oh mein Gott, wie dumm. Ihr Pisser. Das Ding ist, wahrscheinlich ist die KI auch wieder so eingestellt, dass wenn ich den zurückerobert hätte, sie einfach mich komplett überrannt hätte. Holt euch den. Hör auf, meine Leute zu verwandeln. Wir brauchen wieder ein Lazarett. Holy shit, was für ein Bullshit. Aber
Aber wie die auch sich hier richtig lang geschlichen haben. Hat das jemand geklippt, sonst muss ich das im Nachhinein machen. Wobei jetzt, wo ich das sage, einmal als Clip, aber ich glaube, ich kann mir das auch für YouTube Shorts oder so. YouTube wirft ja jetzt damit, dass Shorts und normale Videos ja auch jetzt vom Algorithmus her wieder besser verbunden sind. Ein bisschen Siedler 4 Shorts Content. Wobei, was ich an Shorts bis jetzt nicht so cool fand, war halt diese gezwungene, du hast mit dem Handy vertikal gefilmt Ansicht ist. Warte, nein. Das ist schon in Ordnung so. Hier bauen wir mal was hin. Wir können uns ja die Rohstoffe hier holen. Und ein paar Aussichtstürme. Ich will wissen, wenn die KI kommt. So, wie sieht's brottechnisch aus? Du liegst voll. Warte, eine Mühle schafft. Ja, stimmt, eine Mühle schafft ja bei den Römern sogar fast 3 Bäckereien. So, wir machen auch mal noch eine Getreidefarm, weil wir können es uns ja leisten. Das Gold. Hello. It's me. Oh, hallo. Also wir sollten später vielleicht eine Grenzverbindung schaffen, bevor wir angreifen. Ja, Blau hat sich erholt, aber auch nichts darüber. Sind, als ob die am Soldatenlimit sind. Und wodurch hat Gelb verloren? Ach nee, das ist, weil wir geladen haben, oder? Ja, das ist, weil wir geladen haben. Weil wir hatten doch noch gar keinen Kampf mit Gelb. Nee, mit Gelb hatten wir noch keine Begegnung. Ich wollte schon sagen, hat Gelb angegriffen und ich habe es nicht gemerkt. So, wir könnten auf jeden Fall noch ein bisschen Gold brauchen. Also mal schön noch ein paar Goldschmelzen hier hin. So, hier passen locker 2 Goldschmelzen hin. Und du machst hier nochmal sauber. Hier machen wir nochmal hin. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass der Abkürzungszauber der Römer nicht mal hier diesen Scheiß hier wegkriegt. Weil die anderen Zauber können das ja zum Teil. Beziehungsweise als Nebeneffekt, wenn sie andere Sachen wegmachen. Also wenn die Römer das einfach nativ könnten, ohne dass sie umwandeln müssen, wäre das zumindest schon mal ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das auf Random-Karten wäre, also wie viele Steine da, ob ich sind. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen, damals, als ich gemerkt habe, dass es auf Random-Karten gar keinen Sumpf oder so gibt.
Mach mal die Bäckerei bitte, weil wir brauchen. Und wir machen mal Fisch auf Stein. Hätte ich eigentlich schon längst machen sollen. Das habe ich gerade vor einer Stunde angeschaut. Ich war halt so. Bin halt so aus allen Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, dass das Ding sogar Weltwunder wegmacht. So, was haben sich die Entwickler bitte dabei gedacht? So von wegen, ja, den Zauber verwendet schon keiner in der Nähe von den Map-Objekten, die wir ja, ne, so hochhypen. Ich meine, es zerstört die Karten nicht, ne? Die Karten bleiben funktional, aber es ist schon ein bisschen kaputt. Hier, mach ihn bitte mal das hier mal ein bisschen breiter, sonst haben wir gleich hier einen Siedlerstau. Was ich halt echt ein bisschen ungünstig finde, man sieht jetzt, dadurch, dass die Grenzsteine so nah beieinander sind, sieht das halt die ganze Zeit aus, als würden da Gegner kommen. Also mach das mal ruhig ein bisschen breiter hier. Ein paar von euch sterben vielleicht dabei, aber das ist ein Risiko, dass ich bereit bin einzugehen. Nee, es ist ein Opfer, das ich bereit bin zu bringen. So rum war es. Boah, den Film müsste ich auch mal wieder gucken. Das ist ewig her. Greift mich nur blau an? So, da helfen euch die Priester auch nicht. Hätte mal ab hier Unsichtbarkeit oder so zaubern sollen. Wobei, wir haben ja schon gemerkt, sie brauchen keine Unsichtbarkeit hier, um meinen Turm zu snipen. Aber ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab die Soldaten hier weggeschickt und ich hab irgendwie geahnt, dass das zu einem noch zum Problem wird. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass die hier langlaufen. Die Stadt ist ja irgendwo hier drüben. Okay, da ist offiziell, das ist vollgelaufen. Aber irgendwie, wir haben, obwohl wir drei Steinminen haben, haben wir einfach voll den Steinmangel. Hier, ist das hier so eine Karte, wo überall Fisch ist, wo Wasser ist? Oder muss man hingucken? Ganz ehrlich, das finde ich halt auch so schade. Also ich finde, Wasser sollte im Editor standardmäßig einen mittleren Füllgrad für Fisch haben. Weil so viele, also entweder hast du halt Mapper, es gibt irgendwie nur zwei Arten gefühlt. Entweder ballern sie dir das ganze Meer und alle Flüsse voll mit Fisch. Oder sie packen es halt wirklich nur an ausgewählte Stellen. Dazwischen gibt's nichts. So, haben wir noch, dann brauchen wir noch zwei Angeln. Ah, wir haben auch gar keinen, wir haben gar keine Häuser mehr gebaut. Vor lauter Aufregung. Kleine Häuser, Spam. Oh, hallo, jetzt kommt grün angescheißert. Könnten aber ruhig noch ein paar Pios brauchen. Hier, das sind aber wirklich immer nur so kleine Angriffstruppen, weil das halt einfach per Skript gemacht ist. Also, das wird nicht mehr. Aber was mir jetzt so auffällt, weil ich habe, glaube ich, nachdem sich geändert hatte, wie der HD-Patch die Farben macht, habe ich wieder die Standardfarben eingestellt. Und mir fällt auf, die Farben sind, also zumindest das Grün, finde ich, war jetzt näher an dem Grün, was wir in Siedler 3 am Dienstag gesehen haben. Also es ist schon, wäre schon irgendwie krass, wenn es wirklich der exakt gleiche Farbcode ist. Aber es ist einfach durch das Farbrendering von S4, was es halt nativ hat,
immer halt ein anderer Grünton war. So, da wird unser erstes Opfer gebracht. Oh, kleine Häuser sind einfach so nice. Weil ich das Gefühl habe, in S3 die Häuser sind standardmäßig auf dem, was kleine Häuser in Ubo haben. Also ich glaube zumindest die kleinen und mittleren Wohnhäuser sind so schnell. Die größeren sind langsamer, ist mir aufgefallen. Wir haben so wenig Stein, das ist nicht normal. Baut die Häuser fertig. Jetzt fangen sie auch an zu produzieren, jetzt wo wir selber dran sind. Okay, wir sollten vielleicht langsam mal eine Grenzverbindung schaffen. So, du produzierst. Und ganz ehrlich, wir reißen die Häuser auch direkt wieder ab. Geht ja nicht, dass so Billo-Hütten hier stehen bleiben und noch den Grundstückswert runterziehen. Ist das Holz, kriegen sie gar nicht da weg. Ich bin gerade versucht, die Kaserne auszustellen. So, weil das hier so, das läuft voll. Wir machen mal... Ja, fuck. Pass auf. Mach die Bäume mal bitte weg. Da bauen wir hier noch eine Mühle und noch eine Bäckerei hin. Weil ganz ehrlich, wenn die Schafzucht sowieso voll läuft, dann haben wir sehr viel an Getreide über. Und Brot können wir für die Steinminen auf jeden Fall brauchen.
So, ihr seid aber auch fast fertig. Ha, passt, geht auf. Aber vielleicht sollten wir mal noch ein Wasserwerk dazu bauen. Pass auf, und wenn wir schon hier Steinmangel haben, dann machen wir mal ein Fischlager. So, und hier passt es so schön rein. So, wenn das sich mit dem Stein erholt hat. Ja, hier, das Steinvorkommen ist jetzt schon wieder leer. Aber wenn sich das mit dem Stein erholt hat, können wir auch hingehen und Ziehobjekte anfangen zu bauen. Weil ich habe das Gefühl, wir werden 150% Kampfkraft haben wollen. So, pass auf. Du hilfst mal hier mit. Ihr zwei macht Pause. Müssen nur dran denken, das halt auch wieder zu aktivieren. Da unten ist noch... Pass auf, reichst du bis hier rüber? Ja, tust du. Dann machst du hier sauber. Hallo Grün. Ich habe Gelb noch gar nicht gesehen. Ich hatte hab ja den Spielstand geladen. Ach so, deswegen war das Werkzeuglager gar nicht aktiv. Krass. So, dann sind unsere Pioniere fertig. Er hat den armen Geologen getötet. So, wo bauen wir denn gleich mal ein paar Ziehobjekte hin? Aber wir bauen hier die Standarte, fühlt sich einsam. Habe ich jetzt entschieden. Und dann bauen wir hier das Ding noch hin. Da haben wir unser erstes Set und wir lagern mal Fisch ein. Sollen wir sie provozieren? Komm, wir provozieren mal Blau. Ich meine, hier starten sie mal gerade mal mit einem Drittel von der Armee, die sie in der anderen Mission hatten. Und wir sollten eigentlich dem gewachsen sein.
Warte, du stirbst wahrscheinlich jetzt, oder? Ja. Und eine Spitzhacke. Dann sollte ich vielleicht mal ein paar Spitzhacken machen. Ich hoffe, dass man das vielleicht auch noch bei SU machen kann, dass Saboteure in Kampagnenkarten aktiviert werden, weil das ist so eine sinnlose Geschichte, dass die deaktiviert sind. Die Begründung war ja laut Patch Notes, dass Saboteure in DV-Missionen halt sinnlos wären, aber es geht ja nicht mal in der Hälfte der Hauptspielmission um das dunkle Volk. Von den 12 Hauptkampagnenmissionen gibt es 7, wo das dunkle Volk vorkommt. So, dann haben wir hier noch eine Dings. Wir bauen mal hier noch eine Goldschmelze dazu. 100% haben wir. Da kommt gelb, aber die sollten ja nicht getriggert sein davon. Dürfte ja eigentlich nur blau betreffen. Aber schön, dass wir die auch mal sehen nach über anderthalb Stunden. Ich glaube, an diesem Punkt sind die einfach gar keine Gefahr. Guckt euch das an. Und das wird jetzt noch heftiger, wenn unsere defensive Kampfkraft hochgerät. Hey Raki, willkommen zum Stream. So, wir wollen vielleicht mal einen Priester hier in der Ecke haben, dass wir vielleicht mal ein bisschen bekehren können. Heilige Scheiße, sind die Weingüter effektiv. Die produzieren richtig über. Oh, da kommt Blau. Hello. Ist das alles? So. Okay, jetzt haben wir detenten Waffenüberschuss, aber ja, war das alles? Are you not entertained? So, Gold haben wir immer noch im Überschuss. Wir sorgen vielleicht auch mal dafür, dass Kohle so bleibt. Ups. Und Eisen sollten wir vielleicht auch noch mal ein paar Minen bauen. So, wir haben jetzt gerade einfach nur kein Gold mehr. Haben wir noch ist unser Dings noch da, unser Priester? Oder ist der gehimmelt?
Er ist einfach hier. Wir sollten vielleicht mal unsere Goldminen auffrischen. Dann bauen wir auch mal einen großen Tempel. Brauchst du jetzt, wir haben noch irgendwo Platz. Hier. Hier ist sogar auch noch Gold, also... Wow. Das Ding ist, Machtprojektion ist natürlich auf so einer großen Karte einfach ein Problem. Du findest keine Steine mehr. Und du findest keine Bäume mehr. Dann mach mal die Äuglein auf. Ich würde mal sagen, wir reißen hier die Häuser mal ab. Hallo. Ihr schickt gerne noch ein paar Truppen in den Fleischwolf. Das können wir arrangieren. So, du bist auch fertig. So, und hier wollte ich nochmal... auffrischen. So, du kommst hier rüber. Wo war denn jetzt hier der Kampf? Ihr lauft. Wieso ist man, warum habe ich so wenig Gold gefühlt? Steinmetz, ich brauche noch einen Holzfäller. So, da kann noch ein Reiter rein und dann machen wir hier die
Blume hier. Hier passt ja auch noch was hin, wenn die Bäume weg sind. Okay, 12, 12, 18 und 12%. Komm, wir gehen auch mal hier die Straße lang. Und dann machen wir mal hier noch ein paar Lager hin. Bautrupps könnte man vielleicht auch noch ein bisschen verstärken. So, hier kann dann ein Aussichtsturm hin, so viel es auch bringen wird. Prozent. Euch reißen wir ab. Also blau könnten wir uns langsam mal holen. Eine der drei karthagischen. Ha! Ha, wir müssen nicht mal alle erobern. Also macht es dann nicht eigentlich sogar voll Sinn, blau zuerst zu erobern? Also ich würde sagen, die erste, die wir, wo wir angrenzen, erobern wir. Aber das mag ich an dieser Kampagne bis jetzt. Also die ziehen das nicht unnötig. Ich meine, gut, 20, 30 Schiffe bauen ist, hat sich, finde ich, nicht so gezogen, wie ich gedacht hätte, als ich es ursprünglich gesehen habe. Und auch bei der ersten, du musstest ja nur einen der Gegner besiegen. Komm, wir triggern mal gelb, wo wir schon dabei sind. Wie hält man defensive Kampfkraft? Defensive Kampfkraft steigt mit der Offensive, sobald die Offensive über 100% ist. Und ist dann immer die Hälfte abgerundet. Also ich habe jetzt 121% offensive Kampfkraft und daraus resultierend 110% defensive. Oh, und da kommt grün. Grün möchte ich aber jetzt nicht gleichzeitig mit gelb triggern. Können wir das gleich tun. Gibt es einen Sweet Spot für die Kampf? Es gibt halt Punkte, wo halt entweder halt die Einheiten ein Damage mehr machen oder halt weniger Angriffe brauchen, um eine Einheit meistens halt Bogenschützen vom Gegner zu töten. Aber grundsätzlich mehr ist besser. Geht aber auch nur bis maximal 150, 125, anders als bei Siedler 3, wo es halt ein bisschen... Also da ging es halt theoretisch unbegrenzt, glaube ich. Aber halt, man brauchte immer absurdere Mengen Edelsteine bzw. Gold. Und ich glaube, defensive Kampfkraft war immer grundsätzlich 100. Also das ging auch nicht höher. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob gelb angescheißert kommt. Ich sehe einen gelben Soldaten.
aber ich habe das Gefühl, der könnte zum Turm. Was? Will der zum Turm? Ja, der wollte hier zu dem Turm. Aber Gelb scheint irgendwie nicht viel an Soldaten zu besitzen. So, da kommt Gelb. Das ist jetzt nicht so stattlich. Vor allem fast alles Bogen, gefühlt fast alles Bogenschützen hier. Komm, denen begegnen wir auf offenem Feld. Wo unsere Bios dem noch zum Opfer fallen. Die mit 111% Kampfkraft sollten die eigentlich gar keine Chance haben. Und wir haben Goldüberschuss, also dass die uns jetzt Frieden stiften, die reinballern, macht auch keinen Unterschied. So, das machen wir weiter und wir gucken mal, ob wir hier das triggern können. Gelb, einfach voll den Nosedive. Ich bin sehr gespannt, ob Grün jetzt kommt. Also 130% sollten wir damit eigentlich schaffen. Ich wüsste halt gerne langsam mal, wo die feindlichen Siedlungen sind. Ihr steht einfach nur da rum, ihr wisst nicht, wohin mit euch. Kann es sein, dass sie zu... Nee, das kann eigentlich nicht sein, die haben ja den eingenommen. Ich dachte erst, die wollten den Turm erobern und dadurch, dass der eingenommen wurde, wissen sie jetzt nicht mehr, wohin mit sich. Aber dann fange ich die hier mal gerade ab. So, wir folgen einfach mal hier der Straße. Okay, gleich kommt das dritte Set fertig und dann ist auch, sollten wir 130% Kampfkraft haben. Jo, das muss man noch fertig bauen. Mit nur einem Bauarbeiter dauert das natürlich. Ist keine Steine mehr. Ja gut, da oben ist halt uncool.
Also, du als Wanderholzfäller findest nichts mehr. Du kannst hier weitermachen. Als ob Grün jetzt nicht ankommt. Wo ist Grün? Jetzt mal ganz ehrlich. Hallo, Grün? Grün ist eingeschüchtert. Also ich muss sagen, die Karte ist jetzt schon ein bisschen übergroß. Wir kontrollieren 17% der Karte und wir haben noch keinen Feindkontakt mit irgendeiner feindlichen Siedlung. Okay, da kommen Blau und Grün. Oh, da kommt Grün. Hallo. Grün kommt in zwei Gruppen. Oder in drei sogar. So, ihr kriegt da total den Siedlerstau, aber das ist okay. Blau hat sich gut erholt. Also das leichteste Ziel wäre jetzt Gelb, wenn man es findet. Frage ist, finden wir die? So, wir kämpfen da auf offenem Feld. So, die Verletzten schicken wir mal zurück. Da kommt Gelb nochmal. So, ihr geht zurück, ihr holt euch den Turm. Sansa, fände ich es wirklich mal gut, Kontakt, so Grenzkontakt mit einer der Siedlungen aufzubauen. Sonst müsste man vielleicht mal rausfinden, wo Gelb ist. Und vor allem müsste man vielleicht auch langsam mal die Produktion auf Schwerter umstellen. Oh, die eine Mine ist hops gegangen vorhin. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Und hier können wir auch noch eine hinbauen. Ja, hier Grün auch voll der Nosedive. Na, wir gucken mal, wo Geld ist. Die sind hier in die Richtung marschiert, also vermute ich, dass sie halt auch irgendwo da rumlaufen.
gehen wir erstmal hier lang. ITs, willkommen zum Stream. Da ist grün. Verstehe. Dann würde ich vermuten, dass der andere Weg zu gelb führt. Nee, es führt auch zu grün. Aber es ist die erste Siedlung, die wir finden. Und ich glaube, dann ist wahrscheinlich gelb irgendwo hinter grün. So, wir halten erstmal die Schwertkämpfer zurück. Und gucken erstmal, dass wir die freistehenden Soldaten abmetzeln. So, hier ist schon mal ein Turm. Und hier ist gelb. Wollen wir durchmarschieren? Ich glaube, das macht sogar fast Sinn. Mich erstaunt, dass die noch so viele Rucksackkatapultisten haben. Okay, hier ist ein großer Turm. Ah, jetzt hat er schön noch den Turmzauber, den Türzauber draufgelegt. Hallo Kaserne. So, Moment, wir müssen das hier zuerst erledigen. Weil sonst dezimieren die uns hier unsere schönen Bogenschützen. Oh, hallo. Grün meint jetzt hier angreifen zu müssen. Ebenso wie blau. Okay, der Blitz war jetzt ein bisschen unnötig. Ich glaube, wir können gleich mal ein paar Geschenke zaubern, dass wir... So, weil wir kamen irgendwie gerade voll den Waffenmangel. 150 Gold, aber keine einzige Waffe gefühlt. Das, obwohl wir drei Waffenschmieden haben, die durchproduzieren. Ich meine, wir produzieren ja bewusst Gold über, aber...
So, gelb ist eigentlich ziemlich kaputt, würde ich jetzt sagen. Okay, hier endet die Siedlung, würde ich behaupten. Hübsch. Kann man nicht anders sagen. Ist eine hübsche Angelegenheit hier. Es wäre eine Schande, wenn ihm was passieren würde. Okay, viel ist es nicht mehr. So, das haben wir jetzt in der Tasche. Ach, krass. Kommt gerade hier Blau nochmal angescheißert. Aber okay. Das Tolle ist, Blau hat jetzt die Türme übernommen, aber es interessiert uns nicht, solange Gelb gleich keine Türme mehr hat. KI hat immer so unfassbar viel Nahrung. Das ist wirklich krass. Gucken wir nochmal ganz hier gerade ein bisschen um. Also die Türme scheint die KI selber gebaut zu haben. Und hier ging es da nicht weiter. Oder hat sie sich versucht, da so total unständig lang zu schlängeln? Okay, wir waren gar nicht mal so weit weg vom Blau. Krass. Aber ich glaube, ja, ich glaube, Gelb hat auch mit Abstand die kleinste Siedlung. Das ist dann auch am wenigsten Arbeit.